Also, ich habe eben die Rückmeldung gekriegt, ich könne anfangen mit Begrüßen, das wird jetzt alles stehen. Dann begrüße ich jetzt offiziell zu unserer Veranstaltung Erinnern an Auschwitz, auch an sexuelle Minderheiten. Heute am 24. Januar, aus Anlass des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus, ein bisschen vorgegriffen, der ist am 27. Januar, dem Tag der Befreiung aus dem Konzentrationslager Auschwitz. Ich darf ganz herzlich Dr. Anna Heikova und Dr. Lutz van Dijk begrüßen, die uns heute zur Verfügung stehen, um ein bisschen über das Buchprojekt mit uns zu reden. Meine Co-Moderatorin ist Ute Reisner. Wir beide sind von der Themengruppe Geschichte des Netzwerks LSBTTIQ Baden-Württemberg. Wir sind beide die Co-Moderierenden dieser Themengruppe und haben diese Veranstaltung, jetzt kommt sozusagen der Werbeblock, gefördert bekommen von der Abteilung Individuelle Chancengleichheit von Frauen und Männern der Landeshauptstadt Stuttgart, der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und dem Fachbereich Gedenkstättenarbeit der Landeszentrale. Und natürlich sponsert den Rest der Weißenburg, Zentrum LSBTTIQ Stuttgart. Mir ist noch ein großes Anliegen, wenn wir heute, was der ursprüngliche Plan war, eine Veranstaltung vor Ort gehabt hätten, dann hätte der Buchladen Erlkönig hier einen großen Büchertisch gemacht, wo man nachher auch das Werk hätte erstehen können und noch andere Werke auch. Vielen Dank, Lutz, für den kurzen Block. Der Buchladen ist im Moment leider lockdownmäßig geschlossen und hat deswegen nicht die Möglichkeit, irgendwo zu verkaufen. Die einzige Möglichkeit, die der Buchladen im Moment hat, ist, dass man dort online bestellen kann. Ich würde mir also wünschen, für diejenigen, die dieses Buch kaufen möchten, aber natürlich auch andere Bücher, das online beim Buchladen Erlkönig zu machen, weil das ist tatsächlich am Existenzminimum und der Lockdown ist da ganz schön schwierig. Wir wurden auch unterstützt öffentlichkeitsmäßig vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg und vom BAF in Tübingen. So, jetzt habe ich so den großen Teil des Blogs und wir haben uns vereinbart, dass wir beginnen mit Anna Heikova und Ute wird dann die erste Frage stellen. Ich übergebe mal an die Ute. Ja, liebe Anna Heikova, wir fangen an mit einer kurzen persönlichen Vorstellung. Du bist aktuell Professorin in Warwick in England für kontinentaleuropäische Geschichte. Ich weiß von dir, dass du schon seit einigen Jahren zur Geschichte des Holocaust forschst, speziell zur queeren Geschichte. Und ja, stell dich doch bitte einfach in dem Zusammenhang kurz selbst vor und was deine Motivation dazu war und ist, in diese Richtung zu forschen. Vielen Dank, Ute, für die Einladung. Ich freue mich, heute digital mit in Stuttgart sein zu können. Es ist auch eine Stadt, die für mich als Historikerin der queeren Geschichte in Holocaust sehr wichtig ist. Ich bin Associate Professor, nicht Full Professor an der Uni Warwick. Ich bin da seit 7 Jahren und ich bin ausgebildet ganz klassisch als Holocaust-Historikerin. Und mein erstes Buch, was vor kurzem bei Oxford University Press erschienen ist, beschäftigt sich mit der Geschichte von Theresienstadt. Ich hoffe auch, dass es vielleicht mal auf Deutsch rauskommt. Und ich kann dann 2015, 2016 anknüpfen an meine ältere Arbeit über Sexualität im Holocaust, vor allem über Sexarbeit, begann ich mich mit der Frage zu beschäftigen, was ist mit der gleichgeschlechtlichen Sexualität. Meine Kollegin Inza Eschebach gab einen wichtigen Sammelband 2012 heraus, das sich mit Homophobie auseinandergesetzt hat. Und die Homophobie der Häftlingsgemeinschaft war mir vertraut, aber ich dachte mir, das ist ein viel zu schwieriges Thema. Und initiiert und motiviert durch unseren Sammelband dachte ich mir, ich kenne eigentlich einige von diesen Geschichten, es wäre spannend, sie weiter durchzudenken. Und das ist so, es gibt dieses Märchenbuch aus England, Alice in Wunderland. Und das beginnt damit, dass Alice in dieses Kaninchenloch fällt. Und das war mein Kaninchenloch, es war auch eine spezifische Stuttgarter Geschichte, mit der ich angefangen habe zu forschen. Und mit am Anfang war
ein Artikel, das ich für die Tageszeitung geschrieben habe, wo ich die Gelegenheit hatte, mich hinzusetzen und auf 10.000 Einschlägen mal nachzudenken, warum queere Geschichte. Und das ist im Übrigen auch, weswegen wir heute mit da sind, weil Lutz zusammen mit zwei anderen von Forscherinnen diesen Sammelband herausgegeben hat. Wenn Sie es noch nicht zu Hause haben, möchte ich es Ihnen aufs Herz legen. Sie können es auch als E-Book erwerben und es ist gar nicht so teuer. Es gehört in jede gute Bibliothek oder E-Bibliothek. Und ich bekomme auch gar keine Rabatte von Lutz, dass ich für das Buch Werbung mache. Und ich muss sagen, eine der schönen Sachen, als ich den Essay für den Sammelband überarbeitete, dass es mir die Gelegenheit gab, Revue passieren zu lassen zwischen Sommer 2016, als ich den Essay zum ersten Mal schrieb, und Herbst 2020, als ich es geringfügig überarbeitete, wo ich mir dachte, es hat sich so viel gemacht. Am Anfang war ich die einzige queere Holocaust-Historikerin. Ich war die Schlechteste, ich war die Beste, ich war die Mittelmäßige, denn ich war die Einzige. Und inzwischen gibt es viele, es gibt mindestens 5 weitere Leute, die dazu forschen. Es gibt Doktorandinnen und Doktoranden. Und das macht den Austausch und das Nachdenken viel anregen. Und so freue ich mich, dass meine Arbeit auch in die Richtung verdutzt. Danke. Dich vorzustellen ist eigentlich schon fast überflüssig, weil dich kennen so gut wie alle, aber es gibt vielleicht auch welche aus unseren Zuschauern, das sind jetzt übrigens 70 Stück, wie wir gerade eingeblendet gesehen haben, welche, die dich doch noch nicht kennen. Also, bring frei, dich vorzustellen, vielleicht auch gleich mit verbunden mit der Frage, was war denn der Anlass für dich, für dieses Buch? Vielen, vielen Dank für die Einladung, für die sehr sorgfältige Vorbereitung dieser Veranstaltung und auch sicher an die 70 Menschen, die heute dabei sind, von denen ich weiß, dass einige, jedenfalls sagten gestern, dass Vorbereitungskolleginnen, einige auch in dem Bereich sehr ausgewiesen sind, übrigens auch Co-Autorinnen des Buches. Ich hörte, dass auch Claudia Zoppmann und weitere heute dabei sein werden, die an dem Buch mitgearbeitet haben. Deshalb, wenn du mir erlaubst, Jachen, von jetzt die Einladung für den späteren Teil der Veranstaltung, wo dann auch kommuniziert und miteinander nachgedacht werden kann. Im Rahmen der Vorbereitung auch vielen Dank an ein Forum aus Stuttgart, der unendlich viele und hilfreiche E-Mails geschickt hat, um das vorzubereiten. Und zuletzt, und dann ist meine Dankrunde abgeschlossen, ich komme direkt zum Thema, aber es ist eigentlich schon ein Übergang zum Thema, liebe Anna, auch an dich. Du bist in der Tat eine Pionierin, du hast es eben sehr humorvoll beschrieben, dass du die Beste, die Schlechteste, die Mittelmäßigste bist, weil du die Einzige lange warst. Du machst immer wieder Pionierarbeit. Dein aktueller Beitrag über Margot Kollmann im Tagesspiegel, der ist vor kurzem erschienen, ist dafür ein gutes Beispiel. Auch ein Beispiel dafür, und darüber werden wir ja heute noch reden, warum so viele Geschichten lesbischer Frauen, vor allen Dingen, aber eben auch nach wie vor schwuler Männer, Trans-Menschen und anderer nicht in der Wahrnehmung der Geschichte und offizieller Geschichtsschreibung bisher sind. Diese zu verändern, ist ein großes Anliegen dieses Buches. Auf die Frage, warum, du hast es eben formuliert, Joachim, warum ich als schwuler Mann an diesem Buch mitgearbeitet habe oder es mit auf den Weg gebracht habe, ich kann das nicht so eindeutig sagen, was meine schwule Identität betrifft. Warum? Ich muss kurz ausholen. Der Hintergrund ist ein langer. In der Tat sind es mir vor 30, 35 Jahren wahrscheinlich so wie dir jetzt, Anna, dass ich damals als junger Geschichtsstudent an der Universität Hamburg auf alle Fragen, ob es denn irgendetwas gäbe im Schicksal sexueller Minderheit oder wie wir damals noch hilflos sagten von Schwulen, denn alles andere war überhaupt nicht bekannt, sagten alle Professoren damals, nein, da gibt es gar nichts. Und da hat es auch wenig Sinn, eine Veranstaltung zu machen. Und so fingen wir damals sehr naiv an. Und mein erstes Schulerlebnis war auf einer Schulendemonstration vor, ja, auch über 35 Jahren, als wir als ein kleines Trotzdem damals versuchten zu demonstrieren und auch das Schicksal aufmerksam zu machen, die heutige Diskriminierung. Einige Passanten uns zuriefen, ey, ihr gehört ins KZ, da kommt ihr ja her, Hitler hat nicht genug gearbeitet.
eben ein deutlicher Hinweis, also dass die Älteren sich durchaus erinnern, wenn auch deutlich natürlich könnte. So wurde auch nach einigen Jahren der rosa Winkel für viele von uns noch bevor der Regenbogen, das viel schönere ja Symbol der Vielfarbigkeit und Vielfalt wurde, war unser erstes Symbol damals. Ich muss ganz kurz unterbrechen mit einer technischen Sache. Lutz, du bist sehr leise. Wenn du lauter sprechen könntest, wäre perfekt, weil auch unsere Zuschauer bei YouTube würden sehr gerne noch deutlicher hören, was du sagst. Könnt ihr mir helfen, weil das ist ein Problem, was ab und zu auftritt, hier von unserem Server aus. Ich kann da von hier aus nur in der Tat lauter sprechen, aber Sven, euer Techniker, also ist schon besser. Gut, ein hoffnungsfrohes Zeichen. Ich drücke jetzt auch ganz gut ans Mikrofon. Versucht bitte sonst auch den Hinweis ernst zu nehmen. Stellt eure eigenen Lautsprecher daheim etwas lauter, denn leider kann ich mich nicht auf meiner Seite da zu wenig lösen. Aber es ist etwas besser, wenn ich so laut rede. Gut. Okay. Darf ich noch zwei Aspekte in meiner Einleitung ausführen, Joachim? Gut, ich bin also gespannt über meine eigene Geschichte vor 40, 35 Jahren. Und wir haben damals wirklich, ähnlich wie du, Anna, heute neu ausgräbst und erste Kontakte. Dieser wunderbare Bericht von dir im Tagesspiegel über Margot Heumann, die als Name bekannt war, aber nicht als lesbische Frau. Und dieses Foto von euch beiden im Tagesspiegel ist ein Geschenk für die Menschheit, wo ihr beide lacht, wo sie sagt, du bist die Erste, der sich vertraut, denn du hast auch gesagt, du bist eine lesbische Historikerin. Und bisher hatte niemand offensichtlich auch weiter danach gefragt. Es ging dann weiter, dass ich mit anderen Kolleginnen und Kollegen mich auf die Suche machte, die einige Geschichten konstruieren konnten und die meisten fast nur schrecklich waren, da sie von Mord, von Folter, von Denunziation berichteten. Und jetzt kann ich euch nicht mehr hören. Seid ihr mich noch hören? Gut. Und ihr wisst vielleicht, dass damals ja das erste Jugendbuch weltweit war dann die Geschichte von Theophil Stefan Kuczynski aus Warschau, der mit 16 Jahren sich verliebte in Torun, dieser polnischen Stadt, und dann einer der polnischen Männer war. Inzwischen wissen wir viel mehr, dass es auch andere gab, die nach Paragraph 175 von den deutschen Besatzern verurteilt und in verschiedene Lager kam, überlebte und mir später seine Geschichte erzählte. Das ist der eine lange Strang. Der andere Strang ist, wie erinnern wir heute? Und da, Anna, bist du eine der wichtigen Historikerinnen, die uns immer wieder auf blinde Flecken aufmerksam macht. Mir selbst ist es sehr dramatisch deutlich geworden in Auschwitz selbst. Es war eine dieser Spuren, wo es bis heute nichts gibt für Besucherinnen oder Besucher. Es gibt weniges, wenn man auf der Website sich sehr sorgfältig durchforscht. Aber es gibt nichts für die etwa 2 Millionen Besucherinnen, die vor Lockdown-Zeiten, übrigens überwiegend Schulklassen, dort waren. Und das brachte mich zu der Frage vor ein paar Jahren, warum ist heutige Homophobie in Polen so stark, dass sie verhindert, ein Wissen, auf das alle Menschen Recht haben. Und ich hatte das große Glück, dass ein mutiger Kollege dort, der stellvertretende Direktor von Auschwitz, mich einlud zu einem Seminar und alle Vorurteile sich nicht bestätigten, sondern vor 3 Jahren an einem Seminar über 50 Guides, also die Menschen, die professionell Gäste durch das Auschwitz-Gedenkstätte, durch das Auschwitz-Museum, wie es in Polen heißt, führen, kamen und sagten, wir wissen gar nichts, können Sie uns mehr erzählen? Und dieses Seminar gar nicht enden wollte, weil immer wieder neue Fragen kamen. Jetzt seid ihr verschwunden. Ich hoffe, das geht gleich wieder weg. Ich bin da. Ich sehe dich, ich höre dich. Sehen dich, du kannst weiterreden. Es scheint ein Thema deines Servers zu sein, nicht von uns. Ja, aber die gute Nachricht ist, wir sollen heute Strom bis 21 Uhr haben. Also ich bin zuversichtlich. Ich bin so, dass der Strom weg ist. Kräftig die Daumen, wir sind auch zuversichtlich. Alles gut. Lutz, bist du erstmal fertig? Kann ich weiter? Weil dazu kam es zu dem Buch, das war die Frage, warum ich als schwuler Mann. Wir haben dann mit polnischen Kolleginnen und Kollegen uns zusammengesetzt
Und besonders wichtig in diesem Zusammenhang, wenn ich sie nennen darf, war Johanna Ostrowska, die als eine der ersten in Polen, wenn nicht die erste, zu sexuellem Missbrauch in der Besatzungszeit, in der NS-Zeit geforscht hat, dazu auch publiziert hat und sehr hilfreich war, um die ersten beiden Bücher, darunter auch Verdammt starke Liebe in Polen, übersetzt zu bekommen. Als wir fragten, was können wir tun, war die erste Idee, wir müssen polnische Kollegen finden und ermutigen, vielleicht ein Stipendium ausschreiben, um zu forschen in Auschwitz. Was gibt es denn? Und das ist nicht gelungen. Wir haben zwar einen Stipendiengeber finden können. Anna, du warst Teil damals dieses Prozesses, als wir versucht haben, das auf den Weg zu bringen. Aber wir haben keine graduierten polnischen Historiker oder Historikerinnen gefunden, weil sie alle gesagt haben, am Ende, das würde so karriereschädigend sein, wenn ich das am Anfang meiner Laufbahn mache, kann ich es vergessen. Und dann entstand vor anderthalb Jahren die mutige Idee, dass wir gesagt haben, gut, dann machen wir das, was wir wissen, was wir haben. Und wir haben gute, bekannte und auch neue Kolleginnen und Kollegen aus Polen und aus Deutschland eingeladen. Und 20 haben am Ende mitgearbeitet an diesem Buch. Und der Berliner Querverlag hat den Mut gehabt, es auch zu Corona-Zeiten zu veröffentlichen. Das war eine sehr lange Antwort. Ich bitte um Nachsicht und verspreche, dass die folgenden kürzer werden. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Lutz. Das war sehr plastisch vor Augen geführt, welche konkreten Schwierigkeiten auftauchen und aufgetaucht sind. Und ich wollte jetzt mit Anna erst noch mal ein bisschen theoretischer werden. Sie hat ja einen ziemlich grundlegenden Artikel in dem Buch beigetragen, nämlich genau zu der Frage, warum wir eine queere Geschichte des Holocaust brauchen und warum das eine unbequeme Geschichte ist. Und ich bitte dich jetzt, Anna, da deinen Artikel uns noch mal darzulegen. Ja, danke. Also wie ich schon erwähnt habe, es ist ein Wiederabdruck aus der Taz. Es ist nicht ein neuer Text. Und inzwischen würde ich vielleicht 4 Jahre, nachdem ich es findet habe, ja Gott, wir werden alle älter, nur Lutz nicht, einige Sachen vielleicht etwas theoretischer formulieren. Aber in Anknüpfung auf Lisa Heinemann und Dagmar Herzog und andere Historiker und Historiker der Sexualität kann man feststellen, dass Sexualität ein Gebiet des Alltags ist, wo unglaublich wichtige gesellschaftliche Dinge ausgedrückt werden, was wir als sinnvoll und erwünschenswert sehen und eben auch, wie Leute stigmatisiert werden. Zum Beispiel, wenn die Antifaschisten die Nazis stigmatisieren wollten, bezeichneten sie sie als homosexuell, aber nicht nur als homosexuell, sondern als deviant, weil homosexuell. Wir kennen alle diese Karikaturen von den Sozialisten aus Paris, wo die Nazis mit so dicken Popos dargestellt werden. Damit will ich nicht sagen, dass es war nicht in Ordnung, aber ich will damit sagen, dass wir den homophoben Narrativ schon kritisch sehen sollten. Und das haben bei vielen anderen, das haben wir bei jüdischen Funktionshäftlingen, die oft als sexuell deviant dargestellt werden, dass sie vielleicht junge Frauen gezwungen hätten, mit ihnen Sex zu haben, um aus dem Transport rauszukommen und so weiter und so fort. Nicht zuletzt der deutsche Politiker, Moment, ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, aber irgendwann ein deutscher CDU-Politiker im September kam mit diesem schrecklichen Beispiel über schwule Männer und queere Ehe und dass es alles in Ordnung ist, wenn es nicht um Kinder handelt und jemand auf diese Schlussfolgerung kommt, spricht Bände für diesen Politiker, aber nicht für queere Ehe. Und das ist etwas, was genauso für Holocaust-Gesellschaft wichtig ist. Und es knüpft auch an diverse Meistererzählungen an, wie die Gesellschaft der Holocaust-Opfer sich schon damals verstanden hat, aber vor allem an den westlichen Holocaust-Narrativ, wie es entstanden ist, das aus einer sehr binären Sicht von Gut und Böse dargestellt wird. Nun, das Gute sind nicht nur die Opfer und das Böse sind nicht nur die Nazis. Die Bösen sind oft die Kapos oder die schwulen und lesbischen Häftlinge oder vor allem die vermutlichen schwulen und lesbischen Häftlinge, denn die Homophobie hatte oft mit der tatsächlichen sexuellen Orientierung oder ich würde sogar vielmehr plädieren, mit den sexuellen Praxen dieser Leute
Denn etwas, wo Lutz und ich uns vielleicht, es gibt auch Unterschiede zwischen den queeren Historikerinnen und Historikern, uns teilen. Ich würde gar nicht so hart über Identitäten wie schwule oder lesbische Häftlinge sprechen, sondern ich würde mich vielmehr an den sexuellen Praxen und Handlungen orientieren, denn wir wissen nicht, wie sich diese Leute vor dem und nach dem Krieg verstanden, aber wir sollten sowieso vor den Identitäten wegkommen, denn diese Praktiken werden manchmal im Lager wirklich, die sich die Leute vielleicht davor nicht haben leisten können oder nicht, und das ist das Spannendere. Und daher, um zurückzukommen zu diesen binären Sicht des Guten und Bösen, um andere Häftlinge zu stigmatisieren, werden sie oft als Teilnehmen an gleichgeschlechtlichen Handlungen erzählt. Die Sprache, die es beschreibt, ist allerdings nicht so betont oder bemüht neutral wie meine gerade, aber es geht so wie: neben mir schliefen zwei dreckige Lesben und nachts machten sie die unmöglichsten Geräusche. Und das bezieht sich auch zum Beispiel auf Häftlinge unterschiedlicher Nationalitäten, Ethnizitäten und Rassen. Zum Beispiel, es gibt ganz spannende Forschung des amerikanischen Historikers Ari Yushkovich über die jüdischen überlebenden Berichte zu den Sinti- und Roma-Häftlingen, die von ziemlich erstaunlichen Antiziganismus sich ausprägen. Und eben das war das Thema, was mich umgetrieben hat. Was kann uns Sexualität und queere Sexualität und die homophoben Narrative der queeren Sexualität über die Häftlingsgemeinschaft sagen, über die Werte, die diese Leute haben, wie sie kategorisieren, wie sie nachdenken und welche Agency sie haben? Zum Beispiel die Entscheidung, sich über gleichgeschlechtliche Sexualität oder vermutliche gleichgeschlechtliche Sexualität nebenan aufzuregen in einem Moment, wo man nichts zu essen hat, wo die besten Freunde zum Tode erschlagen worden sind. Das ist immer noch der dominante Narrativ. Was sagt es uns über die Kontrolle dieser Leute und ihre Werte? Das sind eben wahnsinnig wichtige Sachen. Und das Bemühen ist dabei, nicht neue binäre Sichten zu schaffen, zu sagen, ach, die Überlebenden waren homophob, deswegen sind sie böse. Ich glaube, damit verliert man das Baby mit dem Badewasser. Sondern die Gesellschaft der Holocaust-Opfer zu einer menschlichen Gesellschaft zu machen, die ihre Vorurteile, Werte, Verbindungen, Lieben und Verzweiflungen hatte. Und somit eine menschliche war. Sie waren nicht Heilige und sie waren nicht Monster, sondern sie waren Menschen so wie ich. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist heute im Zeitalter von Populismus und bei Ihnen, bei euch in Deutschland von AfD und den Corona-Leugnern und Skeptikern und Janas aus Kassel unglaublich wichtig, denn es bricht offizielle Floskeln über nie wieder und zeigt uns Gesellschaft von Leuten. Man sagt auf Englisch hair, warts and all, mit allen ihren Makeln und allen ihren tollen Sachen, die vollkommen sinnlos auf eine schreckliche Art und Weise abgeschlachtet wurde. Und diese Menschen blieben bis zum Ende menschlich. Und es ist auch eine ethische Verpflichtung für uns als Holocaust-Forscherinnen und Forscherinnen, über die Gesellschaft dieser Leute zu machen. Und das ist genau das, was ich nach wie vor als eine jüdische Historikerin der Shoah erforsche. Ich interessiere mich nicht für die Täter. Ich habe mich eigentlich nie wirklich für die Täter interessiert, auch mit der Ausnahme von einigen meiner Arbeiten. Ich interessiere mich für die Gesellschaft der Opfer. Ja. Vielen Dank, Anna. Ich wollte nochmal mir den Hinweis erlauben, dass es die Möglichkeit besteht, über den Live-Chat bei YouTube Fragen zu stellen, die wir nachher auch an Lutz und Anna weitergeben können. Wir kommen nach dem nächsten Block dann dazu, diese Fragen dann entsprechend weiterzugeben. Also schreibt fleißig, wenn ihr entsprechende Fragen habt. Lieber Lutz, warum ist denn ein solches Buch gerade in der heutigen Zeit so wichtig? Und gibt es Dinge, die dich besonders berührt haben im Kontext dieses Buches? Gar nicht zu hören. Probierst du es nochmal? Ja, jetzt müsste der... Jetzt geht's, ja. Jetzt geht's wieder, sehr schön, okay. Anna, vielen Dank. Ich kann, du hast eben angedeutet, wo wir uns auch unterscheiden. Das, was du eben ausgeführt hast, möchte ich sehr, sehr unterstützen. Vielen Dank dafür. Und auch, ich glaube, darf ich dich fragen, dass du vielleicht den Politiker, der sehr aktuell sich homophob und mit Stereotypen über Kindermissbrauch geäußert hat, dass es Friedrich Merz gewesen sein kann. Ja, gut, weil du suchtest eben nach dem Namen.
zu Auschwitz nochmal. Es gibt wiederum einen sehr persönlichen und einen sehr aktuellen Hintergrund, der sehr persönlich ist, dass vor 31 Jahren, 1989, wir mit einer Gruppe schwuler Männer aus Norddeutschland in Auschwitz waren, dort auch um einen Termin gebeten hatten beim Direktor und erneut wie in Deutschland zu hören bekamen, sehr schön, dass ihr gekommen seid und mithelfen wollt bei der Instandhaltung der Gedenkstätte, aber hier gibt es nichts. Und wir hatten das große Glück, dass damals eine Archivmitarbeiterin fragte, sucht ihr nach denen, die nach § 175 verurteilt worden sind? Und wir haben genickt und gesagt, ja, genau. Wir haben damals die ersten Gefangenenakten rekonstruieren können und deine Hinweise, Anna, eben waren alle genau zutreffend. Wir müssen so vorsichtig sein, was mit diesen Akten, was für ein Wahrheitsgehalt sie haben. Denn wir dürfen nie vergessen, dass das ja immer Definitionen waren und Aktionen, die von den Nazis initiiert und durchgeführt worden waren. Das heißt, wir wissen nicht, ob all diese Menschen, die nach Paragraph, all diese Männer nach Paragraph 175 verurteilt worden sind, wirklich sich selber auch als homosexuell verstanden haben. Das Wort schwul war ja nur negativ damals konnotiert. Und was uns wichtig damals war und auffiel, war, dass es in der Tat Männer aller Generationen und Männer aller Altersgruppen und aller sozialer Hintergründe waren, deren Geschichten wir zu rekonstruieren begannen. Das war der Hintergrund. Und das Zweite, was vielleicht noch wichtig ist, darüber wird auch in dem Buch, in dem aktuellen Buch jetzt berichtet, dass mit uns war ein Überlebender, ein Mann, der damals 77 Jahre alt war, Karl Gorath, wir durften damals seinen Namen noch nicht nennen, nach seinem Tod hat er das testamentarisch erlaubt. Und Karl hat uns damals geführt, hat uns gezeigt, wie er überlebt hat, vielleicht ganz kurz in einem Satz, er hat überlebt, weil er es geschafft hat, von Neuengamme auf dem Transport nach Auschwitz seinen rosa Winkel, den der homosexuell Verurteilten, mit dem roten Winkel der politischen zu vertauschen. Und das hat ihn geschützt. Er ist zum Kapo aufgestiegen, hat in der Lagerhierarchie wohlgemerkt nur. Und sein größtes Anliegen war damals, herauszufinden, ob zwei polnische junge Männer, zu denen er eine romantische Beziehung hatte, denen er auch versucht hat, in seiner Zeit als Kapo zu helfen, ob die überlebt haben oder nicht. Und wir haben damals eine Transportliste gefunden, die verkehrt gedeutet wurde als eine Todesliste, auf der diese Namen standen, und er hat damals diese Reise abgebrochen, weil er gesagt hat, nur deshalb ist er eigentlich gekommen. Es wird jetzt zu schwer für ihn, noch weiter hier zu bleiben an dem Ort, an dem seine beiden guten Freunde damals ermordet, seine beiden Geliebten, wie er es sogar gesagt hat, ermordet worden sind. Tragisch ist, und jetzt kommt ein Riesensprung in die Jetztzeit, als Johanna Ostrowska recherchierte in Auschwitz, stellte sich heraus, dass beide Männer überlebt haben. Sie leben nicht mehr, sie sind vor einigen Jahren gestorben, aber Karl Gorath hätte damals durchaus einen der beiden ganz leicht treffen können, denn er arbeitete als jemand, der auch Führung machte, er war dort bekannt. Und es muss also einen Grund gegeben haben, warum die Mitarbeiterin des Museums damals nicht uns oder dem Karl nicht deutlich sagte, dass dieser Mann noch lebt und zu sprechen ist. Die hat viele Interviews übrigens gegeben, aber das haben wir alles erst viel später herausfinden können. Ich muss an dieser Stelle auch unbedingt noch den Namen der zweiten Mitherausgeberin nennen, Johanna Talewicz-Kwiatkowska. Deshalb auch, weil uns wichtig war, bei der Geschichte heute nach Auschwitz zu gucken, dass wenn wir etwas gelernt haben, vielleicht aus der Geschichte, ist es, dass wir als Minderheiten und als verfolgte Gruppen kooperieren müssen. Johanna Talewicz-Kwiatkowska ist im wissenschaftlichen Beirat von Auschwitz viele Jahre gewesen als Vertreterin für Roma- und Sinti-Angelegenheiten. Sie hat auch am 27. Januar vor einem Jahr übersetzt und vorgelesen bei der riesengroßen Veranstaltung, wo viele Könige, Präsidenten, auch in Deutschland Präsident Steinmeier war, es war ja noch gerade vor Corona-Zeiten, hat sie damals mit übersetzt und vorgetragen für eine Roma-Überlebende, die aus Hamburg kam, heute in Großbritannien lebt. Es war uns ein Anliegen, eine Brücke zu schlagen zwischen den Generationen, aber auch zwischen den verfolgten Gruppen. Und auch deshalb, und das ist meine letzte Anmerkung jetzt zu dieser Frage, ist es uns sehr wichtig gewesen, von Anfang an nicht dem Anliegen zu folgen,
was einige Historiker bis heute verteidigen, überwiegend Männer, die sagen, es gab doch nur den rosenden Winkel für Schwule, für Homosexuelle. Die Verfolgung von Lesben ist ein ganz anderes Thema, die gehört hier eigentlich nicht hin. Sie hatte ganz andere Ursachen und Verläufe. Wir sehen das anders. Wir finden es wichtiger, und wir meine ich jetzt uns drei Herausgeberinnen mit Sternchen, wir sehen es so, dass wir finden, dass die Selbstdefinition der Menschen das Entscheidende ist. Anna, das, was du Margot Heumann zugestanden hast, dass sie selber sagen darf, wie sie empfunden hat und wer sie ist, das soll erkenntnisleitend sein. Eine Überwindung der Heteronormativität, wie es die Fachleute nennen. Und deshalb hat Auschwitz als internationales Symbol der Verfolgung, aber auch aus aktuellem Anlass eine hohe Bedeutung. Vielleicht können wir später noch etwas zur aktuellen politischen Homophobie in Polen heute sagen. Dankeschön. Das war etwas. Ja, Anna. Ich wollte dich jetzt nochmal konkret zu deinen Forschungen befragen. Vielleicht kannst du ein paar Beispiele zeigen, welche Strategien du anwendest, um überhaupt an die Quellen zu kommen. Wie gesagt, es wird ja immer wieder behauptet, es gäbe keine Quellen. Das ist die eine Schiene, die offiziellen Quellen. Aber auch die Schwierigkeit nach Zeitzeugen, insbesondere lesbischen Zeitzeuginnen zu suchen oder welche zu finden, die dann auch das nötige Vertrauen haben, sich da offen zu äußern, oft erst nach Jahrzehnten. Ja, vielen Dank. Ich beginne mit den lesbischen Zeitzeuginnen. Ute, du hast absolut recht. Die lesbischen Holocaust-Überlebenden, über die ich schreibe, zusammen mit den schwulen oder den queeren Holocaust-Überlebenden, das heißt Menschen, die als Juden verfolgt worden sind und während des Holocaust aus welchen Gründen auch immer an gleichgeschichtlichen Aktivitäten beteiligt waren, die gibt es für Frauen deutlich, deutlich weniger als schon für die ohnehin wenigen Männer. Ich meine, die meisten, die heute zu hören waren, gar weg kennen. Es gibt zwei Memoiren von zwei deutsch-niederländischen jüdischen Jungen, die beide in Bergen-Belsen waren, einer dann in Theresienstadt, der andere nicht. Beide waren Teenager, aber es gab keine einzige Frau, bis ich Margot Heumann interviewt habe. An diesem Punkt möchte ich diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was meinen wir hier, wenn wir über Margot Heumann sprechen. Margot ist die erste lesbische Holocaust-Überlebende, die in KZ war als Jüdin und die überlebte und Zeugnis getragen hat. Sie lebt heute in den USA. Ich habe sie über meine Arbeit als Public Historian kennengelernt, Besuch mit ihr lange Zeit verbracht, sie interviewt und dann diesen vergangenen Sommer darüber einen Artikel für den Tagesspiegel geschrieben. Nun, du hast schon zweimal, Lutz, den Punkt gemacht, dass ich Margot die Gelegenheit hatte, ihre ganze Geschichte zu erzählen. Und das stimmt. Aber gleichzeitig, als dann der Essay rauskam, gab es eine interessante Entwicklung. Und nun muss ich vorsichtig überlegen, wie ich es formuliere. Ich bin von diversen Journalistinnen und Journalisten herangetreten worden, ihnen die Gelegenheit geben, Margot zu interviewen. Und ich war davon unangenehm berührt, denn ich muss schon sagen, ich habe unglaublich viel Zeit und Energie damit verbracht, Margot zu interviewen. Mitunter war meine Motivation, dieses Essay zu schreiben, weil es einen Plagiatversuch gab, meine Forschung abzufangen. Und ich fand das nicht anständig, dass ich so unglaublich viel Zeit und Energie darauf verwende, die erste lesbische Holocaust-Überlebende zu finden. Und dann kommt jemand und interviewt sie auch, nachdem ich sie fand. Das ist einfach, das geht gar nicht. Und die Chuzpe zu haben, mich noch zu fragen, geht auch gar nicht. Und es gab auch Erkundungen aus den USA. Und in dem Moment wurde mir bewusst, dass Margot klar ihr eine Einwilligung gegeben hat zu dem Artikel in Deutschland. Aber ihre Interviews in anderen Kontext, gerade in dem angelsächsischen Kontext, da hat sie sich nicht geoutet.
Und man sollte sich auch überlegen, ist es, weil sie den narrativen Rahmen nicht hatte und sie sich nicht sicher gefühlt hat? Oder hat sie sich bewusst entschieden, sich nicht zu outen? Und wir wissen alle, eine der Grundsatzregeln beim Umgang mit queeren Menschen ist, outet niemanden ohne seinen oder ihren Willen. Und ich meine, wir reden hier über in Deutschland im Kontext über einen Artikel, der erschienen ist. Aber würden wir heute in Englisch auf Englisch sprechen, würde ich das nur machen, wenn ich mit Margot gesprochen hätte, falls sie mir die Einwilligung gegeben hätte, und die hole ich mir immer wieder. Und somit ist ja auch eine gewisse Kompliziertheit. Aber ich will nochmals darauf pochen, dass ich mir erstens eine stärkere Ethik von manchen Beteiligten wünsche gegenüber der Arbeiten der Vorgängerinnen und Vorgänger wie Lutz, wie Claudia Schöpmann und mich selber. Und zu mir waren meine Vorgängerinnen und Vorgänger unglaublich großzügig, aber manchmal erlebe ich doch einigermaßen sonderbare Sachen. Meine Erfahrungen, und somit komme ich zum zweiten Teil der Frage, Ute, mit den Forschungen in den Archiven war eigentlich großenteils wahnsinnig positiv. Das liegt auch zum Teil daran, dass ich erstens mehrheitlich in Archiven arbeite, wo ich zum Teil 20 Jahre davor da schon gearbeitet habe. Die Leute kennen mich gut. Ich versuche, eine angenehme und respektvolle Besucherin zu sein, sodass ich hin und wieder auch sagen kann, schickt es mir bitte über WeTransfer oder könnt ihr das scannen und ich schicke euch 50 Euro und das, so dass ich nicht nach Münster oder wohin auch immer kommen muss. Gerade im Lockdown ist es also nicht lebensrettend, aber forschungsrettend. Die Archivare sind oft auch sehr hilfreich. Eine ganz spannende Entdeckung war zum Beispiel Jiří Vrba, Georg Vrba, ein junger tschechischer Überlebender, der nach dem Krieg mit der Theresienstädter-Initiative die tschechische Verbindung der Holocaust-Überlebenden mitgegründet hat. Oder Mitte der 90er starb. Und ich fand ihn ganz kurz in Erwähnung von einem Freund von ihm, der sagte, in Theresienstadt war ich befreundet mit Jiří Vrba, der ein Homosexueller war. Und nur aus dieser Querbewegung konnte ich verstehen, dass es diesen Jiří Vrba gab, über den ich eigentlich nicht wusste, auch wenn ich Theresienstadt-Historikerin bin. Und stellte ich fest, das war kein Zufall. Denn auch wenn Vrba etwas war, was man auf Englisch Mover und Shaker, also ein, kann man sagen, Schachtelhuber, Ute, also ein wichtiger Mann, der an vielen Reden dreht, ein einflussreicher Mann war, ist aus zwei Gründen vergessen. Und das ist jetzt meine Spekulation, so möchte ich es kenntlich machen. Erstens, weil er schwuler, offen lebender schwuler Mann war. Und zweitens, weil sich etwa in dem gleichen Zeitpunkt, wo er gestorben ist, herausgestellt hat, dass er langjähriger Zuarbeiter des Geheimdienstes der tschechoslowakischen Polizei war. Nun, das ist keine Aussage über einen offen lebenden schwulen Mann. Das ist eine Aussage über die tschechoslowakische Gesellschaft vor 89. Da musste man nicht schwul sein oder Überlebende, um ein IM zu sein. Aber in dem brutalen Antikommunismus nach 89 hat es dazu vermutlich beigetragen, dass er vergessen worden ist. Ich erwähne Vrba hier auch absichtlich, denn Sie alle drei wissen stark um die Stigmatisierung und Marginalisierung der lesbischen Frauen in der NS-Zeit. Und ich merke, mit meiner Arbeit gibt es manchmal Neigungen zu sagen, ich würde nur über lesbische Frauen im Holocaust forschen und somit sei meine Forschung letzten Endes für die der schwulen Männer und somit der wirklichen Forschung nicht relevant. Und ich versuche durchaus, die lesbischen Frauen oder die queeren Frauen zurück in die Geschichte zu bringen. Aber ich will nicht abgetan werden aus nur Frauengeschichte, denn das wäre einfach zu, das wäre schade. Mein letzter Punkt zur Suche nach den Forschungen ist, man arbeitet hier quasi nach Schneeballprinzip und baut es als Pyramide aus, also von ganz oben nach ganz unten. Man findet irgendwo eine Erwähnung und schaut, sei es denn mit Adolsener Archiven oder mit den Deportationslisten aus dem Alten Altreich oder wie auch immer, ob man eruieren kann, um welche Person es sich handelt. Ich arbeite gerne mit jüdischer Genealogie zusammen. Das ist übrigens mein großes Hobby. Ich bin aktiv auf gene.com als Kuratorin, habe da viele gute Beziehungen, kann da nachführen.
ob es da weitere Daten und Angaben gibt. Man kann für Deutschland nachschauen, ob es Entschädigungsakten gibt. Das kann man auch für Österreich machen. Für Tschechien kann man nachschauen, ob es die tschechischen Entschädigungsakten gibt. Es gibt die Kärtchen der jüdischen Gemeinde. Es gibt die Beiträge aus dem Adelsener Archiv und Joint Distribution Akten. Und wenn die Leute in die USA emigriert haben, gibt es wieder ganz andere Akten. Es gilt auch, vorsichtig an die Nachkommen zu gehen, ganz transparent zu erzählen, worüber man forscht und so zu schauen, ob die Leute einem helfen wollen oder nicht. Ich habe da im Großen und Ganzen sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Leute wissen oft über diese Verwandte sehr wenig. In der Regel wissen sie nicht, dass es diese Erfahrungen gab und sind da dankbar und gespannt, mehr zu erfahren. Aber es ist halt unglaublich wichtig, dass man den Menschen auch den Raum gibt, jederzeit zu sagen, ich will mich weiter nicht interviewen lassen oder ich will meine Interviews zurückziehen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, 95% der Begegnungen, die ich mache, sind die Leute unglaublich dankbar, dass es jemand wie mich gibt, der forscht und gräbt und forscht und gräbt und kein Detail ist zu klein. Und so finde ich vielleicht 20, 30 Geschichten. Davon sind 6 ausbaufähig und davon habe ich dann 2 oder 3 längere Geschichten, wo ich dann anfangen kann nachzudenken, was heißt es alles. Es geht ja hier nicht nur um wahnsinnig viel Daten zu sammeln, sondern es geht um die größere Geschichte und was sagt es uns über den Holocaust. Insofern, ich forsche und grabe und denke nach und schicke E-Mails und verzettele mich. Und immer wieder feststelle ich etwas ganz, ganz Spannendes und hin und wieder schreibe ich Texte, die ich dann viel zu spät abgebe. An dich die Frage, du hast jetzt Auschwitz dir als Symbol genommen, weil du da auch deine ersten Erfahrungen damit hattest. Es gibt ja aber auch noch viele andere KZ-Gedenkstätten, wo die Geschichte der queeren Community zumindest unterentwickelt ist, wenn es überhaupt gibt. Hast du da Erfahrungshintergründe? Wie sieht es denn da bei den anderen Gedenkstätten aus? Eigentlich kann ich sagen, da ist sehr, sehr viel Erfreuliches passiert. In Deutschland, in Österreich heute gibt es eigentlich meines Wissens keine größere Gedenkstätte mehr, wo nicht auch erinnert wird an sexuelle Minderheiten. Dass es da zum Teil auch Kontroversen gibt, wie es zuletzt in Ravensbrück war, über eine Form des Erinnerns an lesbische Opfer, an Frauen, gehört dazu. Und das finde ich nicht dramatisch. Ich finde es gut, dass dieses endlich stattfindet und offen ausgetragen wird. In Polen ist dies, als um nochmal auch den Vergleich in unserem Buch herzustellen, um vieles schwieriger. Ich wollte noch ganz kurz auch sagen zu den verschiedenen Opfergruppen, und wie damals diskriminiert wurde. Und dann komme ich zurück zu der Frage nach den Gedenkstätten. Anna, du hast ja eben zu Recht ausgeführt, wie tragisch es war, dass Menschen, die gemeinsam gelitten haben, dann nochmal eine Hierarchie hergestellt haben, in der einige höher waren als andere. Und ich wollte auf einen Beitrag in unserem Buch hinweisen von Rüdiger Lautmann. Wenn ich richtig es weiß, Rüdiger, bist du heute auch im Publikum. Ich kann das nicht von hier aus beurteilen. Ich sage das deshalb, weil du den sehr guten Begriff, wie ich finde, mit in die Diskussion gebracht hast, einer Co-Erinnerung von eigentlich disparaten Opfergruppen. Das heißt, wir lernen über eine Wirklichkeit ja viel mehr, wenn wir sie aus verschiedener Perspektive betrachten. Und dies habe ich zunehmend in den letzten Jahren als wichtig erfunden, dass wir also überhaupt kein Territorium verteidigen müssen, im Gegenteil, es öffnen, um zu einem Dialog zu kommen. Und jetzt zu den Gedenkstätten in Polen. Auch hier etwas Erfreuliches. In der Gedenkstätte Stutthof bei Danzig gab es einen jungen Historiker, der offensichtlich, wenn ich das so sagen darf, er wird mir das verzeihen, unter Radar, also ohne dass das groß in der Politik diskutiert wurde, eine erste Ausstellung geschafft hat in Stutthof und dort es ihm gelungen ist, eine Ausstellung zu verwirklichen, in dem Geschichten rekonstruiert werden von polnischen Menschen und deutschen Gefangenen auch, die nach § 175 dort verurteilt waren und auch jeweils mit sehr aktuellen Bezügen. Das ist ein unglaublicher Fortschritt, dass wir das haben. Und ich möchte Piotr Kruszynski ausdrücklich danken dafür, dass er das gemacht hat.
nochmal aber insgesamt zu Polen und zu anderen Gedenkstätten in Polen. Es ist dort anders, wirklich noch anders als in Deutschland, was die Diskriminierung und die Missachtung anbetrifft. Ich will das ganz kurz in einem Satz am Beispiel von Stefan Kuczynski oder Theophil Kuczynski sagen, der ähnlich wie du das eben bei Margot Heumann beschrieben hast, Anna, auch damals mich gebeten hat, solange ich lebe, nicht meinen Namen. Er hieß immer Stefan K. in der Literatur, weil das war sein Tarnname, unter dem jetzt auch das beim Querverlag Verdammt starke Liebe neu endlich erschienen ist. Dort dürfen wir jetzt seinen Namen nennen und jetzt, und das ist mein Schluss, zwei wunderschöne Sachen, die selbst in Polen heute möglich sind, wo es ja seit September unter anderem einen Bildungsminister gibt, der gesagt hat, zwei Sachen sind ihm ein Anliegen. Das eine ist, dass weniger Frauen studieren. Das hätte eine negative Veränderung im Frauenbild Polens gebracht, dass mehr Frauen mit Anspruch in die Ehe gehen, sie wollen studieren. Das wäre also völlig daneben. Und das zweite, wohl ebenso schreckliche, war, dass er sagte, wenn er zurückschaut in die Geschichte, dann hält er die heutige Ideologie, so nennt er das, die Ideologie von LGBT-Gruppen für Freiheit und gleiche Rechte gefährlicher als die NS-Ideologie zu Nazi-Zeiten. Das hat er letztes Jahr im Oktober so gesagt, wurde auch in der Presse darüber berichtet. Und jetzt kommt das Gute. In Torun, in der Stadt, in der Theophil Kuczynski geboren wurde, mit 16 Jahren verhaftet wurde, dort Statist am Stadttheater war, hat es letztes Jahr, ich muss aufpassen, das Jahr hat ja schon begonnen, das neue, im letzten Jahr, im Herbst, eine Uraufführung gegeben, eine Theaterfassung von Verdammt starke Liebe. Und zu dieser Veranstaltung kamen Angehörige von der Familie Kuczynski und haben im Publikum gesessen und haben geweint und haben Beifall geklatscht und haben gesagt, wie schade, dass unser Onkel, einige Nichten und Neffen waren da, dass unser Onkel es uns nicht gesagt hat, als er noch lebte. Er ist 2003 gestorben. Und die allerschönste Nachricht, oder auch eine schöne Nachricht, hat Johanna Ostrowska mir vor ein paar Tagen gemailt. Es gibt ein neues LGBT-Jugendzentrum in Torun. Und dieses Jugendzentrum hat nach einem Namen gesucht. Und es hat sich letzte Woche benannt als Theophil Kuczynski Jugendzentrum. Sie ehren also den alten Herrn, der in dieser Stadt es nicht geschafft hat, zu Lebzeiten sich zu outen und öffentlich seine Geschichte zu erzählen. Er wird im Nachhinein geehrt. Eine wunderschöne Geschichte. Schöne Geschichte, Lutz, und es schließt sich bei den im Moment gerade jetzt inzwischen 90 Menschen, die den Livestream verfolgen, an. Die Frage, die passt da wunderbar dazu, wird ein queeres Gedenken in der Gedenkstätte Auschwitz in absehbarer Zeit möglich sein? Und wie können wir queeren Gruppen und Organisationen etwas tun, um das zu unterstützen? Möchtest du anfangen, Anna, oder soll ich? Gut, dann fange ich an mit etwas sehr schön, was noch über Auschwitz hinausgeht, aber nicht ohne Einfluss bleiben wird. Wir haben lange darum gerungen, ob es möglich sein wird, dieses Buch, genau dieses Buch, ohne es zu ändern, ohne Abstriche zu machen, auch in Polen erscheinen kann. Und die gute Nachricht ist, ja, der Neriton Verlag, ein sehr anerkannter wissenschaftlicher Verlag aus Warschau, hat inzwischen den Vertrag unterschrieben. Es wird im September nächstes Jahr erscheinen. Und das verdanken wir vielen, die dabei geholfen haben, sowohl ideell durch Unterstützung, aber auch materiell. Und ich möchte ausdrücklich nennen den DGB, die DGB-Dachgewerkschaftsorganisation, die GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Ich möchte nennen die Magnus-Hirschfeld-Stiftung. Und als vierter Sponsor dieser Aktion hat vor kurzem die Hannchen-Mehrzweck-Stiftung zugesagt, auch aus Berlin. Und das ist eine einfach für alle Beteiligten sehr, sehr erfreuliche Mitteilung. Dazu gehört auch, dass die Gedenkstätte Auschwitz, das Museum Auschwitz, mich eingeladen haben. Und ich hoffe, diese Einladung wird erweitert auf meine polnischen Kolleginnen für eine Erziehungskonferenz. Sie heißt Erziehen in Auschwitz oder Erziehungsprojekte in dem Museum Auschwitz für nächsten Sommer. Ob das digital oder mit Präsenz stattfinden kann, wagt jetzt niemand zu sagen. Aber dass dieses Buch uns nicht blockiert hat, nicht dazu geführt hat, dass man sagt, Lutz van Dijk in Auschwitz nie wieder, der macht nur Probleme. Das ist eine wunderschöne Sache. Und Anna, du gibst nie auf. Bitte, bitte. Gut. Marc?
Gibt es noch Fragen aus dem Chat, Joachim? Ja, was noch nicht beantwortet ist, wie können queere Gruppen hier aus Deutschland und Organisationen etwas tun, um das zu unterstützen? Ja, vielen, vielen Dank. Dann erst Anna, du und dann ergänze ich noch, weil ich habe so lange jetzt geredet. Erst Anna, dann ich nochmal. Also das ist etwas, worauf ich gerne antworten möchte, und ich möchte vielleicht so ambitioniert sein, dass ich das nicht nur deutsch mache, sondern transnational. Ich meine, wir sind hier wegen des Holocaust-Gedenktages. Und ich merke über die letzten 3-4 Jahre, wie viele Deutsche und Franzosen und Tschechen und Briten sich im Erinnern und Populärwissenschaften über queere Schicksale während des Holocaust und Nationalsozialismus und Widerstand engagieren. Das ist toll. Was nicht so toll ist, in meiner Erfahrung, ist etwa das Niveau, auf dem sie es tun. Erlauben Sie mir ein kleines Beispiel. Letzte Woche erschien auf den sozialen Medien eine Einladung einer Organisation, die nicht in Deutschland angesiedelt ist, zu organisierten Addieren auf Wikipedia zu einem Gebiet über lesbische Frauen in der NS-Zeit. Und ich dachte mir, wie spannend. Aber sie erlauben mir auch, wenn ich sage, und jetzt sehen Sie, wie kleinlich ich bin. Lutz weiß es. Ich dachte mir, wie interessant, jemand möchte einen Wikipedia-Tag machen zur lesbischen Geschichte des Holocaust. Ich sprach auch mit meiner guten Freundin Suse Trobischon, die wusste auch davon nichts. Ich dachte mir, wie sonderbar, dass man sich mit uns nicht auseinandergesetzt hat. Denn ich würde nicht einen CDU-Parteitag veranstalten, ohne Angela Merkel einzuladen. Damit will ich nicht sagen, dass ich wie Angela Merkel für CDU bin, aber ich würde damit schon sagen, ich halte mich für das Thema relativ wichtig. Also setzte ich mich mit den Organisatorinnen und Organisatoren dieser Veranstaltung zusammen. Und ich sage Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist eine Parabel, denn so etwas passiert ziemlich öfter. Und sagte, ich bin da, um euch zu unterstützen, wollen wir reden? Und dann tatsächlich redeten wir. Und stellte im Laufe dieses Gesprächs öfters die Frage, okay, ihr macht ein Editathon auf Wikipedia. Auf Basis von welchen Fakten? Und die Menschen, mit denen ich sprach, waren außerstande, diese Frage zu beantworten. Sie wollten also neue Inhalte zu lesbischen Frauen in der NS-Zeit füllen und wussten überhaupt nicht, wovon, aber wussten auch nicht mal, weswegen das ein Problem ist. Und ich habe zum Beispiel darauf verwiesen, dass ich eine Bibliografie zu lesbischen Frauen in der NS-Zeit zusammengestellt habe, was insofern wahnsinnig wichtig ist, denn es sind nicht nur lesbische Frauen in der NS-Zeit, die marginalisiert werden, sondern auch die Forschung ist unglaublich weit verteilt. Viele Forscherinnen und Forscher wissen über weitere Publikationen nicht. Das heißt, Leute schreiben zum gleichen Thema, wiederholen das Gleiche, was schon gesagt worden ist, und zitieren ihre Vorgängerinnen und Vorgänger nicht, weil das einfach so wahnsinnig abgelegen publiziert worden ist. Also ein klassisches Beispiel sind zwei sogenannte Berufsverbrecherinnen aus Linz, worüber erstmal eine österreichische Forscherin publiziert hat. Zuerst darüber hat Albert Knoll aus Dachau publiziert und danach eine österreichische Forscherin, die sie nicht zitierte, weil sie nicht gekannt hat. Und ich meine, das passiert auch den Besten von uns. Ich habe auch so etwas gemacht, aber ich versuche es zu vermeiden. Aber wenn es dann Aktivistinnen und Aktivisten gibt, die versuchen, das populärwissenschaftliche Gedenken zu ersetzen, würde ich mir sehr wünschen, dass sie die Vorarbeit der Forscherinnen und Forscher ernst nehmen. Ich meine, Lutz, du hast nur eine Spitze des Eisbergs erzählt, was für viele Widerlichkeiten und Obstacles du gehabt hast, als du vor 30, 35 Jahren angefangen hast, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Niemand hat dir gedankt, wenige Leute haben dir gedankt. Du hast dafür kein Geld bekommen, du bist dafür nicht berühmt geworden. Hättest du dich damals, weiß ich nicht, für Beamte in der NS-Zeit engagiert, wärst du heute irgendwo wichtige deutsche Professor. Und Claudia Schuppmann machte jahrelang die Forschung über die lesbischen Frauen in der NS-Zeit in ihrer Freizeit. Sie hat eine Stelle als Holocaust-Historikerin, aber nicht für lesbische Frauen in der NS-Zeit. Ich meine, das ist auch mit ihrer Entscheidung. Und so muss ich sagen,
das, was ich manchmal erlebe bei den Aktivistinnen, dieses Nichtbeachten der historischen Vorarbeit und dass zum Beispiel Jola Hörath vor 3-4 Jahren festgestellt hat, dass die alte These, die meisten lesbischen Frauen wären als sogenannte Asoziale verfolgt worden, dass es eben nicht stimmt, denn Julia Hörath hat sich mit allen überlebenden Akten der sogenannten Asozialen beschäftigt und konnte dabei bei keinen Frauen feststellen, dass lesbische Orientierung welche Rolle auch immer gespielt hat. Und dass das immer noch nicht auf der Basis angekommen ist, auch wenn ich und Julia Hörath und andere Leute darauf immer wieder gepocht haben, das ist manchmal, muss ich so offen sagen, frustrierend und erlaube mir, Ute, das heute doch zum Ausdruck zu bringen. Das würde ich mir wünschen, dass wir Historikerinnen und Historiker nicht nur für andere Historikerinnen und Historiker schreiben, sondern die Aktivistinnen und Aktivisten, die sich für das Thema interessieren, liest es bitte. Es ist nun mal nicht Latein, es ist auch kein Foucault, es ist absolut lesbar, es ist umsonst erhältlich auf der Datenbank. Es ist ärgerlich, wenn sich die komplette neuere Aktivismus auf Forschung, die 40 Jahre alt ist und die überwunden ist, orientiert. Das ist nicht fair und das ist auch nicht gute feministische Solidarität. End of rant. Ja, das finde ich, sind sehr gute Überlegungen, Anna. Und meine Frage war, die nächste Frage, die ich vorbereitet hatte, war auch nochmal zur Gedenkpolitik selber. Es gibt ja diesen schönen Satz, erinnern hat immer auch etwas mit dem Heute zu tun. Und die Frage ist tatsächlich, wie beeinflusst oder wie kann die Forschung das kollektive Gedächtnis beeinflussen? Und wie wirkt es wieder zurück? Und mir scheint es so, dass das sehr langwierige Prozesse sind, weil vielleicht auch die Forschung eher so ein eingeweihter Kreis ist und wie wird es in der politischen Diskussion aufgegriffen und wie kann man das schaffen, dass es dann auch in ein allgemeineres, nicht fachliches Publikum einfließt? Also das wäre nochmal meine Frage an dich gewesen, wie du das einschätzt, diesen ganzen mühsamen gedenkpolitischen Prozess. Ute, was ich schon vorhin angeklungen habe und ich will nicht in den zweiten Rant ausgehen, es ist ja Sonntagnachmittag. Ich glaube mitnichten, dass die Forscherinnen und Forscher ein kleiner, eingeweihter Kreis ist, die überhaupt nicht nach draußen sprechen. Wenn man sich die Leute anschaut, Insa Eschebach, Kirsten Plötz, Julia Hörath, ich selbst. Wir reden immer wieder, geben öffentliche Vorträge, schreiben für die Zeitungen. Julia Hörath hat vor einem Jahr über die sogenannten asozialen Berufsverbrechen im Bundestag vorgetragen. Es ist alles absurd für die Öffentlichkeit da. Ich glaube, bei Gedenkpolitik gilt einfach, wenn lange ein Tropfen auf den Stein fällt, wird es etwas verändern. Es geht auch um Unterstützungsnetzwerke und um Solidarität. Wenn du willst, Filine, du kannst es... Gut. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind unterbrochen worden. Ich kann also... Noch kurz, Anna, es braucht ungefähr 90 Sekunden, bis wir wirklich online sind, nachdem ich diese Durchsage kann. Du musst das jetzt nochmal repeat machen. Ich sage nichts. Jetzt sind wir wieder online. Kann ich reden, Joachim? Du bist dran, Anna. Ja, okay. Also ich war inmitten von dem Stein und Tropfen und Pipopo, dass sich das Ganze verändert. Aber ich meine, wir sind heute, es sind zwar alle dabei, aber wir sind in Stuttgart. Und das erste Beispiel, was mich beschäftigte zur queeren Holocaust-Geschichte, ist die junge Stuttgarter Geltungsjüdin Eleanore Behar. Und hier habe ich ein klitzekleines Wehwehchen zu den Stuttgarter Stolperstein-Kolleginnen und Kollegen, die einerseits meine Forschung nach Eleanore Behar sehr großzügig unterstützt haben. Sie sind sogar ins Archiv gegangen und schickten mir ihre Notizen aus der Lesart von Behars Entschädigungsakte. Aber gleichzeitig war ich dann etwas traurig. Und ich meine, ich habe über Behar geschrieben, eine der ersten lesbischen Schicksale, die wir erforschen konnten.
Ich habe darüber auch für eine baden-württembergische Medien geschrieben. Aber als dann die Stolperstein-Leute von Stuttgart für die BHs einen Eintrag auf Internet gestellt haben, wo es auch länger um Eleonore BH geht, steht da alles Mögliche über Eleonore BH. Aber die eine Seite, die sie herausragend macht, nämlich, dass es eine queere Frau war, das fehlt da. Und das ist ein bisschen schade. Man kann sich fragen, halten Sie es für unwichtig, halten Sie es für marginalisierend? Ich weiß es nicht. Ich habe Sie gefragt, ich bekam nie eine Antwort. Und somit mit dem kollektiven Gedächtnis will es von Historikern und Historikern, dass wir eines machen, wozu wir tatsächlich nicht trainiert sind. Dass wir uns sehr aktiv melden, mahnen, schreiben, kontaktieren. Und somit geht man eigentlich dagegen vor, was man als höfliches Verhalten ansieht. Denn man ist nicht dazu erzogen, gerade als Frau nicht, dass man ständig Leute mahnt und tut und macht. Aber das ist unglaublich wichtig. Daher glaube ich, ist es durchaus so bei Gedenkpolitik, dass viele männliche Historiker viel erfolgreicher sind. Denn denen nimmt man ein sehr proaktives Mahnen und Erinnern und Patronizing viel besser ab als Frauen. Aber ich versuche dabei zu bleiben, solange ich noch Energie habe. Ganz, ganz, ganz lange, bitte. Okay. Darf ich noch auf deine letzte ja, Frage antworten? Ja, gerne doch. Was kann man tun? Und das ist eine gute Brücke, Ute, auch zu deiner Frage nach Gedenkpolitik. Erlaub mir, dass ich jetzt ein paar Tage vor dem 27. Januar kurz auf unsere Petition zu sprechen komme, mit der wir seit Jahren inzwischen versuchen, im Bundestag, in der Gedenkstunde, im Bundestag, in der Gedenkstunde zum Erinnern an die Opfer des Holocaust, an die Opfer, ich glaube, wie es im Bundestag korrekt heißt, des NS-Regimes, auch an sexuelle Minderheiten zu erinnern. Wir haben ein breites Bündnis herstellen können. Anna, du bist Mitunterzeichnerin dieser Petition. Viele Stuttgarter Kolleginnen und Kollegen, Historikerinnen und Historiker sind auch dabei. Aus ganz Deutschland, auch aus dem Ausland, übrigens auch aus Polen, haben Kolleginnen und Kollegen unterschrieben. Und wir sind jedes Mal bisher abgeschmettert worden. Mit der, wie ich finde, nicht überzeugenden Begründung, dass dies eine Entscheidung am letzten Endes des Bundestagspräsidenten Herrn Dr. Schäuble sei. Er kann sich beraten mit den Vizepräsidentinnen, Bundestagspräsidentinnen, Entschuldigung. Aber es bleibt am Ende seine Entscheidung und er würde mehr dafür plädieren, so sein Sprecher zu uns, dass doch nicht eine einzelne Gruppe besonders herausgetragen wird, sondern man immer versucht, alle im Auge zu behalten. Dies ist nicht zutreffend. Dies stimmt schlicht nicht, was die Jahre davor betrifft. Es ist zum Glück an Roma und Sinti gesondert erinnert worden. Es ist zum Glück an behinderte Menschen gesondert erinnert worden und an andere Gruppen. Dies wird bisher den sexuellen Minderheiten verweigert. Und ich glaube, das ist ein nicht schlechter Punkt, dort weiter Öffentlichkeit herzustellen. Ich habe heute Morgen recherchiert in der Bundestagswebsite, was für diesen Gedenktag kommende Woche Mittwoch geplant ist. Dort wird erinnert an 1700 Jahre jüdische Geschichte in Deutschland. Ein absolut wichtiges Thema. Ich selber habe zwei Veranstaltungen nächstes Jahr dazu in Deutschland. Mal sehen, ob vor Ort oder digital. Aber es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, keinen zwingenden Grund, auch die zentrale Gedenkstunde zur Befreiung von Auschwitz dazu zu nutzen. Die 1700 Jahre jüdische Geschichte in Deutschland haben keinen besonderen Bezug zu Auschwitz oder zur Befreiung von Auschwitz. Sie haben einen Bezug zu der Stadt Köln, wo in der Tat vor 1700 Jahren der römische Kaiser das erste Mal, entschuldigt, wenn ihr das alle längst wisst, aber das erste Mal in einem Gesetz festlegte, dass jüdische Bürger auch Beamte sein können. Also wie hoch man jetzt diesen Fortschritt einschätzt, kann ich nicht ausreichend beurteilen. Aber eindeutig ein wichtiges Datum und auch eines, das, wo inzwischen erfreulicherweise es einen Veranstalterkreis gibt. Ich glaube, über 300 Veranstaltungen inzwischen in diesem Jahr geplant sind, um es abzukürzen. Ich finde es unakzeptabel, dass wir weggeplättet werden und gesagt wird, dass sie sind mit beachtet worden, aber die Entscheidung ist anders ausgefallen. Wir sind jetzt in einer Situation, dass 2022 150 Jahre
der Paragraph 175 im deutschen Reich als Paragraph besteht, wiederum ein guter Anlass, den man benutzen könnte. Nur sind wir zurzeit mit konkreten Aktionen gegenüber dem Bundestagspräsidenten natürlich etwas blockiert, denn niemand weiß, wer Verantwortung dann in einem Jahr tragen wird. Ihr habt Wahlen in Deutschland im Herbst und wer dann danach wieder Bundestagspräsident sein wird, kann niemand wissen. Aber das ist für mich ein Beispiel, dass zumindest aber, und darum sind solche Aktionen, auch wenn sie nicht zum direkten Erfolg führen, niemals sinnlos. Es hat wunderbare Diskussionen da herumgegeben. Ich möchte auch ganz begeistert hervorheben, dass ihr als Landtag in Baden-Württemberg die ersten waren, in ganz Deutschland, der erste Landtag, der so ein Erinnern am 27. Januar hergestellt hat. Joachim, du hast eine wunderbare Rede gehalten. Ich habe sie an viele Freunde in vielen Ländern, die zumindest Deutsch können, weitergesandt. Da habt ihr mit ein Beispiel gesetzt und habt das wunderbar gemacht. Und ihr habt wirklich in Baden-Württemberg mehrere tolle Menschen, auch, glaube ich, die Landtagspräsidentin, die das sehr unterstützt hat, die vielleicht, wenn ich es richtig verstanden habe, heute auch zuhört, dann Laura Halding-Hoppenhedt, die seit vielen Jahren eine ganz eigene Persönlichkeit und große Persönlichkeit ist im Bereich des Erinnerns, aber auch des Kampfes gegen heutige Diskriminierung. Und das möchte ich als Letztes dazu sagen. Wenn wir denn etwas lernen, wie es immer so schön heißt, aus Geschichte, dann heißt die erste Konsequenz, die Verbindung dorthin herzustellen, wo heute Menschen verfolgt und vernichtet und ermordet und gequält werden. Und es sind nicht nur die 13 Länder, wo nach wie vor die Todesstrafe besteht, sondern vergesst bitte nicht, dass in 70 Ländern es Gesetze gibt, nach denen Homosexuelle weiter offiziell verurteilt und in Gefängnisse und Zuchthäuser gesteckt werden können, sondern von diesen 70 Ländern 44 ausdrücklich auch Frauen verurteilen, die homosexuell sind. Und das ist, finde ich, Anna, ein ganz schlagendes Argument, wenn immer wieder diese Trennung produziert wird. Die hatten ja kein rosa Winkel, es gab ja kein Paragraph 175 für die Frauen. Das brauchen wir nicht. Die Diskriminierung war schlimm genug und die Diskriminierung ist heute in vielen Ländern nicht nur ungebrochen, sondern schlimmer. Schlimmer, denn in einigen Ländern gibt es nach wie vor Bemühungen, die Todesstrafe wie in Uganda zum Beispiel wiederherzustellen. Sie nicht abzuschaffen, sondern sie herzustellen. Uganda übrigens, weil immer gesagt wird, der Islam ist so furchtbar, ist ein christliches Land. Und es wird dort von Fundamentalchristen und Evangelisten, vor allen Dingen aus den USA, unterstützt. Mir gelingt es heute nicht, kurz zu reden. Ich bitte um Nachsicht. Du hast es zu Recht gesagt, in Baden-Württemberg die gute Tradition, dass wir und mit den Opfergruppen zusammen diese Gedenkstunde immer vorbereiten und jede Opfergruppe die Möglichkeit hat, einzubringen, wer als Nächstes drankommt. Wir haben jetzt so immer einen Dreijahresrhythmus. Dieses Jahr sind jetzt die Zeugen Jehovas wieder dran. Wird am Mittwoch, also die offizielle Gedenkstunde, auch nur online übertragen, weil es im Moment gerade aus Lockdown-Gründen nicht anders geht. Im Jahr darauf sind wir die Sinti und Roma dran. Und dann schauen wir weiter, was danach passieren wird. Aber wir sind auf dem Schirm und ich habe auch sehr, sehr viele positive Rückmeldungen zu unserer Gedenkveranstaltung erhalten. Am meisten berührt hat mich Michael Kaschi, einer der Vorstandsmitglieder der israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg, der als Zweiter mir die Hand geschüttelt hat und gesagt hat, Herr Stein, das war mit Abstand seit 10 Jahren die beste Gedenkveranstaltung, die wir hier hatten. Und als Bonmot am Rande, der Erste, der mir gratuliert hat, war der Fraktionsvorsitzende der AfD im Landtag von Baden-Württemberg. Man mag es nicht glauben, aber auch das hat tatsächlich funktioniert. Wir sind, was das an... ich weiß, es war interessant. Was ich ganz, ganz wunderschön fand, wunderschön, eure ästhetische Umsetzung von Vielfalt und sexuellen Minderheiten am Ende. Als junge Menschen mit einer Blume in der Hand nach vorne gingen und sagten, und ich bin so und so, und ich empfinde so und so. Und dadurch habt ihr ihnen ein Gesicht gegeben und ihr habt ihnen eine Würde gegeben. Ich hatte Tränen in den Augen, ich war tief berührt. Und wann immer jetzt Leute sagen, ja, aber im Bundestag, das geht ja gar nicht mehr, es gibt ja gar keine Überlebenden mehr, die sind ja alle gestorben, was soll das denn jetzt noch? Ihr habt gezeigt, wie man es machen kann. Und ich wollte auch ganz kurz vielleicht noch sagen, dass die Idee zu der Erinnerung 150 Jahre für das Jahr 2022
von Alexander Vogt als erstem kam, der Vorsitzender der LSU, der Lesben und Schwulen in der Union, in der CDU ist. Es gibt keine Grenzen der Zusammenarbeit. Und ich möchte mich dafür sehr bedanken und mal sehen, wie viele Menschen das aufgreifen. Und du hast gefragt nach politischer Unterstützung, dann auch in den verschiedenen Bundesländern dafür arbeiten. Noch eine Sache dazu, die Gedenkveranstaltung mit den Jugendlichen hat Philine die Regie geführt, die bei uns da jetzt mit an der Technik sitzt. Nur damit du noch im Kopf hast, dass wir da mit Bordmitteln das alles versucht haben hinzukriegen und es richtig gut geschafft haben. Ich weiß, was das für ein Aufwand war im Hintergrund und wie viele Befürchtungen auch von Seiten der Landtagsverwaltung da waren. Wir mussten zweimal extra antanzen und man hat es nochmal darauf angeschworen, da möglichst vorsichtig zu sein, damit wir niemanden verletzen. Aber ich möchte ja noch mal ein Stück weit Hoffnung geben, was jetzt die Verfolgung lesbischer Frauen anbelangt. Im Moment ist gerade die Claudia Weinschenk als Historikerin dran in den, an zwei Uni-Archiven und an zwei psychiatrischen Landesanstalten herauszufinden, ob möglicherweise in den Psychiatrien lesbische Frauen waren. Da schaut sie Akten durch. In Heidelberg waren 750, die sie durchgeschaut hat. In Tübingen ist sie gerade dran. Da ist es, glaube ich, noch ein paar mehr, wo sie versucht, anhand der Merkmale rauszufinden, wo lohnt es sich denn da weiter zu forschen, wo könnte es tatsächlich Hinweise geben für lesbische Frauen, die in den Psychiatrien waren. Das Projekt ist noch weitere zwei Jahre angelegt. Es gibt inzwischen auch ein erstes Zwischenergebnis, das auf der Seite vom Hotel Silber zu finden ist. Da ist es seit vorgestern jetzt öffentlich gemacht. Und dann Ute nochmal für dich, die drei Professorinnen gerade haben, ich habe den Titel nicht auf dem Schirm, du weißt es besser wie ich. Das Forschungsprojekt, das wir sozusagen als Erfolg unserer Landtagsveranstaltung hingekriegt haben. Ja, das ist auf den Weg gebracht, es wird hoffentlich bald starten und zwar hat einen ziemlich unständlichen Titel: Frauenliebende Frauen, Freundinnen und noch ein Begriff. In der Zeit zwischen den 20er Jahren und Ende der 60er Jahre zu erforschen, mit besonderem Schwerpunkt auf die NS-Zeit. Und es handelt sich hier um ein Verbundprojekt von drei verschiedenen Professorinnen. In Heidelberg die Professorin Nolte, die einen medizingeschichtlichen Lehrstuhl hat. Patzel Matern hat eher sozialwirtschaftsgeschichtlichen Fokus und die Freiburger Professorin Halitschek, die mehr die Alltagsgeschichte mit einbringt und die versuchen wirklich in einem interdisziplinären Ansatz Alltagsgeschichte, Strafrechts-, Kriminalitätsgeschichte, Rechtsgeschichte und Medizingeschichte zu vereinen, um eben aus möglichst vielen verschiedenen Perspektiven Akten aus unterschiedlichsten Richtungen zu untersuchen im Hinblick auf, um da genauere Erkenntnisse zu gewinnen, wie jetzt Frauen speziell in der NS-Zeit, die auf Frauen orientiert waren, egal wie sie sich nun selber nannten, unter welchen Lebensbedingungen sie leben mussten. Und wie sich das verändert hat im Verhältnis zur Zeit der Weimarer Republik, wo es ja eine gewisse Öffnung gab, und zur Nachkriegszeit, wo es nach wie vor Diskriminierung gab für Lesben. Das ist auch aktuell erforscht, und da aber eher unter dem Aspekt, wie sich das Sorgerecht, Familienrecht ausgewirkt hat für Frauen, die eben nicht offen als Lesben leben konnten. Also das ist jetzt, finde ich, ein ziemlich bahnbrechender Ansatz, wo einfach wirklich aus verschiedenen Perspektiven nochmal an den Lehrstühlen geforscht wird, als ganz offizielles universitäres Projekt in Baden-Württemberg. Also soweit ich weiß, gab es bisher so eine offizielle Forschung noch nicht. Und da sind wir jetzt natürlich alle sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ja, Anna? Ja, Uta, aber stell dir mal vor, man würde die queere Geschichte so wichtig nehmen wie jüdische Geschichte. Stell dir mal vor, es gäbe 12 Stipendien im Jahr für 3 Jahre, nur für das Thema. Ich meine, eine der Stipendien, die ich während der DIS hatte, war das Laubeck-Stipendium der Studienstiftung. Und da gab es 12 Doktoranden jedes Jahr, die ein Jahr lang Förderung hatten. Und wenn sie Deutsche waren, hatten sie das danach auf 3 Jahre weiter. Stell dir mal vor, es gäbe
mehrere Projekte, wo Leute 3-4 Jahre lang darüber ohne Sorgen forschen können. Ich stell dir mal vor, es gäbe ein Institut nur für queere Geschichte, wo Leute ein Leben lang ohne materielle Sorgen, ohne diese ständigen halbe Stelle hier und halbe Stelle da arbeiten können. Ich meine, das, was du beschreibst, ist schon eine große Verbesserung. Aber die materielle Prekarität ist immer noch ein wichtiges Problem dafür, dass sich mehrere Historiker und gerade herausragende Historikerinnen und Historiker mit dem Thema beschäftigen, denn so wie man es für Polen gesagt hat, es gibt noch nicht so viele Historikerinnen und Historiker, die in Deutschland sich zu dem Thema habilitiert haben. Es gibt genau einen, das ist Benno Gammel, der gerade Professor geworden ist in Florenz, nicht in Deutschland. Ja. Insofern muss es größer, it needs to go bigger and more. Das finde ich ganz toll, das kann ich nur unterstützen, was du sagst. Also es ist wirklich sehr mühsam. Wir haben gerade das Netzwerk LSBTTIQ hat jahrelang dafür gekämpft, dass es überhaupt Anfänge gab von Forschung. Zunächst mit Schwerpunkt auf Paragraph 175. Und es ist jetzt ein ganz winzig ausgestattetes Projekt. Und wir hoffen natürlich, dass es nur ein Anfang ist, ja, und dass es einfach sich verbreitert, wobei diese drei Professorinnen ganz klar im Fokus haben, dass sie da einfach auch Nachwuchswissenschaftlerinnen ins Boot holen wollen und das Ganze sich dann auch bestätigt. Das ist unsere Hoffnung und ich finde es ganz toll, dass du das auch nochmal betonst, wie wichtig das ist. Und ich finde es auch einen absoluten Skandal, dass es bis heute in ganz Deutschland da keine offiziellen Lehrstühle gibt, die da in größerem Umfang und systematisch forschen. Genau, vielen Dank nochmal. Darf ich etwas ergänzen? Was mir sehr, also ich unterstütze das 100% und ich glaube, wir müssen auch noch als Argument mit einbringen, dass dies ja nicht nur zum Vorteil wäre der sogenannten Betroffenen. Es gibt eine lange Tradition, dass gesagt wird, ja, wir haben ja Verständnis für euch, die anderen. Es gibt also bedauerlicherweise doch Menschen, ja, die davon betroffen sind. Wisst ihr, was wir seit Jahren versuchen nach vorne zu bringen, ist auch der Gedanke, von dieser Art von Forschung profitieren Mehrheiten, da profitieren Gesellschaften. Und wir dürfen es nicht den Rechtsextremen oder Rechtsnationalisten wie dem polnischen Bildungsminister überlassen, die diese Verbindung herstellen zwischen Frauendiskriminierung und Diskriminierung von sexuellen Minderheiten. Dort geht der Zusammenhang sehr schnell. Aber wir müssen immer wieder auch betonen, dass die Forschung, die in diesem Bereich geleistet werden, zu Sexualität, zu sexuellen Gruppen, Orientierung, Minderheiten, einen Vorteil mit sich bringen für eine gesamte Gesellschaft. Wenn es Offenheit, Verständnis gibt für verschiedene Formen von Sexualität, gibt es auch mehr Verständnis für andere Formen von Minderheiten und von Vielfalt. Das ist das eine. Und ich weiß nicht, Anna, ob ich das fragen darf. Auf meinem Zettel stand der Vorbereitung, dass wir auch Fragen aneinander stellen dürfen. Und da die Zeit langsam zum Ende kommt, ich kriege einen Daumen hoch. Anna, aber bitte sag du, wenn das derzeit noch nicht geht. Du hast das jetzt positiv beschrieben, was wir mehr brauchen. Du hast nicht oder nur kurz am Rande erwähnt, dass du ja durchaus auch juristisch attackiert worden bist für deine mutige Forschung. Und da kannst du nichts weiter zu sagen. Okay, gut, lassen wir weg. Ich kommuniziere das mit dir dann wieder privat außerhalb der Sache. Aber dann als allgemeiner Hinweis, es gibt eben leider auch Formen, wo Forschung attackiert wird und wo Leute sagen, das ist unzulässig, das ist nicht verantwortlich und Familien aufgebracht werden, um dort juristische Schritte zu unternehmen. Nein, ansonsten habe ich, das war mir sehr auf dem Herzen und Anna, ich respektiere das natürlich und ich kann nur sagen, ich hoffe so sehr, dass du und die Kolleginnen und Kollegen, mit denen du zusammenarbeitest. Lutz, kannst du das bitte kurz fassen? Ja, alles Gute dafür. Machen wir. Gut. Danke Joachim, danke Ute. Ich wollte noch mal kurz mir den Hinweis erlauben, dass die 100.000 Euro, die für die genau dieses Forschungsprojekt für die lesbischen Frauen gegeben wurden, der Landtag von Baden-Württemberg aus seinen Verfügungsmitteln gegeben hat. Es war also nichts, was das Wissenschaftsministerium zur Verfügung gestellt hat. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Es war also eine politische Entscheidung. Und das
finde ich, für einen Landtag mit schwarz-grüner Mehrheit dann doch bedeutend. Und es war auch. Es sind 200.000. Also, okay, 200.000, ja, Entschuldigung. Zweimal 100.000, um genau zu sein. Also für 2 Jahre war es. Es gab noch den Hinweis, dass wir im Moment gerade schwer damit kämpfen, auch bundesweit kämpfen, dass das Thema Verfolgung von LSBTTIQ in den Schulbüchern auftaucht. Das ist derzeit noch nirgends selbstverständlich. Es gibt in den unterschiedlichsten Schulbuchverlagen da immer noch Widerstände. Wir haben da gehabt von grüner Seite vor ungefähr einem Jahr eine Anhörung zu diesem Thema, wo wir festgestellt haben, dass es zwar guten Willen gibt, aber dass die Politik nicht gerade bereit ist, hier bei den Schulbuchverlagen mal auf den Tisch zu hauen. Und die Schulbuchverlage bestellen das, was die Auftraggebenden ihnen tatsächlich sagen. Dann Lutz, was jetzt den meisten Leuten wichtig war, lass mich noch den Satz zu Ende bringen, was den Leuten wichtig war, jetzt online im Chat war, kann man die Petition noch unterstützen? Wo findet man sie? Vielen Dank für die Nachfrage. Zunächst zu der Petition. Es gibt sie nicht online und wir haben es, um ehrlich zu sein, auch erstmal pausiert jetzt mit weiteren Unterschriften sammeln. Was vielleicht möglich wäre, Joachim, wenn ihr dazu bereit seid, dass ich mit euch kommuniziere, denn alle Menschen, die heute teilnehmen, sind ja auch über euch gekommen und dass wir in Kürze beraten, wie und ob es weitergehen wird und wer dann die Federführung übernehmen würde. Ich persönlich und der ganz kleine Kreis, der das die letzten 2,5 Jahre geleistet hat, ist rein menschlich und personell nicht in der Lage, das so weiter durchzuführen. Es waren zum Teil hunderte von Korrespondenz innerhalb einer Woche, sicher immer auch zu Zeiten Ende des Jahres, Anfang eines neuen Jahres. Vielleicht können wir so verbleiben, dass ihr über eure E-Mail-Adresse kontaktiert werden könnt in, sagen wir, 2 Wochen und wir dann eine Information dazu abgeben. Wir haben, weil wir Personelles nicht leisten, keine eigene Website dazu hergestellt. Wenn ihr die Petition Bundestag sexuelle Minderheiten googelt, bekommt ihr allerdings die Fassung selber zu lesen, allerdings nicht, um sie weiter zu unterzeichnen. Vielen Dank für die Nachfrage und ich würde mich sehr freuen und kann mir auch vorstellen, dass Alexander Vogt und andere hier Federführung mit übernehmen. Und da wäre es natürlich auch wichtig, dass sich in einem Leitungsgremium die Vielfalt Männer, Frauen, verschiedene sexuelle Minderheiten widerspiegelt. Aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es nicht aufgegeben wird, natürlich. Also können wir gerne machen, Lutz, das ist kein Thema, dass wir die Verknüpfung machen. Mal sehen, was da über uns hereinbricht. Du wolltest, glaube ich, noch was zu den Schulbüchern sagen. Ja, vielleicht noch zu dem 150 Jahre und dem möglichen Erinnern. Nächstes Jahr, die norddeutsche LGBT-Zeitschrift Hinnerk hat einen Themenschwerpunkt jetzt, der heißt ausdrücklich 150 Jahre Paragraph 175, wo auch nochmal ein Bezug zu der Petition, zu unserem Auschwitz-Buch und zu anderen Aspekten dieses Themas geleistet wird. Googeln bitte Hinnerk 150 Jahre, Paragraph 175. Zu den Schulbüchern, bin ich noch zu verstehen? Könnt ihr mich noch hören? Ja, Ute? Anna, du auch in England? Gut. Zu ich noch etwas sagen wollte, war, falls Kolleginnen und Kollegen aus Berlin mit dabei sind, können Sie vielleicht im Chat einen Hinweis darauf geben, was ich von Detlef Mücke, der ein langjähriger Gewerkschafts- und Lehreraktivist in Berlin ist, erfahren habe, dass dort offensichtlich vom Kultusministerium oder dem Senat, wie es in Berlin heißt, sehr qualifizierte Vorschläge gemacht worden sind, die wohl noch nicht umgesetzt worden sind, auch in Schulbücher, aber die, glaube ich, sind wert, um angeschaut zu werden. Vielleicht könnte Detlef, wenn er jetzt zuhört, oder jemand von der GEW Berlin, euch diesen Chat-Hinweis geben und ihr könnt ihn noch bis bei euch ist es jetzt, glaube ich, 19:30, halb sechs, Entschuldigung, ich habe eine andere Zeit in Südafrika, könnt ihr vielleicht diesen Hinweis dann sogar noch geben zu Zeiten dieser Veranstaltung jetzt. Lutz, das können wir gerne tun. Das Problem ist ja, dass es in Deutschland nur 3 Schulbuchverlage gibt, die sozusagen das Monopol haben auf diese Schulbuchgeschichten und da die Kultusministerinnenkonferenz entscheidend ist und die ist doch immer noch relativ konservativ dominiert.
Dann gab es im Chat gerade noch eine Rückfrage, ob es einen Lesetipp für Aktivistinnen gibt, dass der schwarze Winkel bei Frauenbewegung, was war das? Frauen, die eine Frauenlegende ist. Da war eine Frage an Anna Heikova. Ja, schaut euch Julia Hörats Buch über die sogenannten Berufsverbrecher in den 1930ern an. Schaut euch die Forschung von Jens Dobler. Ute, du hast mich erinnert, ich sollte ja sagen, wo man die Bibliografie, die ich erwähnte, findet. Die findet man unter sexualityandholocaust.com/bibliography. Ich schicke es danach noch an Feline und sie kann es unter den YouTube-Chat setzen. Aber ich meine, es ist schon an der Hand liegend, wenn man annimmt, dass lesbische Frauen als sogenannte Schwarzwinklige verfolgt worden seien, würde es doch an der Hand liegen, dass man sich mit der neueren Forschung zu den sogenannten asozialen und Berufsverbrechen auseinandersetzt. Und es gibt zwei wichtige Bücher von Dagmar Liske und Julia Hörath. Und darin ist es ganz klar, dass die, man bei den Akten zu diesen Frauen keinerlei Hinweise auf Geschlechtsnonkonformität oder Queerness findet. Und das halte ich für einen wichtigen Hint. Wenn sich jemand mit einem Thema beschäftigt, was für mich nur marginell war, und dann dazu etwas auseinandersetzt, auch wenn es vielleicht nicht dem entspricht, was ich erwartet habe, ist es wichtig, dass man sich mit diesem Fund auseinandersetzt und das irgendwie inkorporiert. Ich habe über bestimmte Sachen früher auch anders nachgedacht. Dann kam zu diesem einem Aspekt jemand, hat es viel gründlicher erforscht, als ich es je gemacht habe. Und ich habe meine Meinung vielleicht nicht am ersten Tag geändert, aber ich versuche immer zu lesen. Ich will auch den Moment nutzen, dass ich nicht möchte, dass wir hier 1,5 Stunden sitzen und zu LGBT diskutieren, ohne das T zu erwähnen. Denn ein Thema, was Lutz und du und haben darüber viel gesprochen, was am meisten stigmatisiert und marginalisiert und verschwiegen wird, sind geschlechtskonforme Leute während der NS-Zeit. Und es sind konkret zwei Forscherinnen und Forscher, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass die aktuell entstehende Arbeit, die dazu entsteht, von zwei Nichtdeutschen passiert. Also die beiden bauen auf Rainer Hahn auf, aber das Das ist Soinan und diese Person promoviert in Oxford bei Dan Healy und Nick Stargard. Und Laurie Marhofer, die ihr zweites Buch schreibt über Transleute in NS-Deutschland. Aber ich meine, wenn man sich an die fantastische Forschung anschaut, die Rainer Hahn zu Transleuten in NS-Zeit geleistet hat oder Jane Kaplan, das ist wieder tatsächlich etwas, was du, Ute, gesagt hast, eigentlich einige wenige Experten wissen. Und ich werde so oft danach gefragt, und auch wenn diese Arbeiten auf der Bibliografie zugänglich sind, es hat sie eigentlich kaum jemand gelesen und sich damit beschäftigt. Es drehen sich auch diverse Legenden darum herum. Und ich möchte nochmals Leute ermutigen, liest und denkt nach. Es ist jetzt keine Hardcore-Foucault-Lektüre. Ich will Ihnen auch nicht Foucault absprechen. Und schaut euch einfach an, was die Forscherinnen und Forscher, die damit monatelang verbracht haben, was sie für Schlussfolgerungen ziehen. Die Geschichte ist oft ambivalent und ermöglicht keine einfachen schwarz-weißen Schlussfolgerungen. Aber wie J.K. Jemisin, die große afroamerikanische Schriftstellerin, nach Bidens Sieg getwittert hat, wir leben in einer Zeit, dass wenn wir radikale linke Geschichte schreiben wollen, wir müssen Platz machen für schwierige Geschichten, die man nicht auf schwarz und weiß reduzieren kann. Und darin ist das große Potenzial von diesen ambivalenten Geschichten, wie Lutz und auch ich sie zu erzählen versuchen. Eine Frage, vielleicht könnt ihr das gleich mit einblenden. Gibt es bisher Rückmeldungen zu eurer Arbeit bzw. zum Buch in Polen, in Deutschland und aus anderen Ländern? Ja, es gibt erfreuliche Rezensionen. Das ist etwas, wo wir natürlich als Herausgeberinnen gezittert haben. Wie wird das Buch angenommen werden? Es ist nicht in einem klassischen wissenschaftlichen Verlag erschienen, sondern in dem eher literarisch Aktivisten-Verlag, Querverlag Berlin, die eine mutige Tradition haben, auch immer wieder unkonventionelle, auch wissenschaftliche Texte zu veröffentlichen. Wir haben ja eine Position bezogen. Wir haben gesagt, dass wir uns nicht
nur mit schwulen Männern beschäftigen werden, beziehungsweise, auch das ist schon sehr unpräzise, nur mit denen, die nach § 175 verurteilt worden sind, sondern, so heißt der Untertitel ja, auch an sexuelle Minderheiten zu erinnern. Das erste Positive ist, dass es zum Beispiel auch im Gedenkstättenrundbrief, der an alle Gedenkstätten in Deutschland und in Österreich geht, auch einige im Ausland, eine sehr positive Rezension war, in der das anerkannt wurde, in der das gewürdigt wurde. Und es stehen noch einige auch wissenschaftliche Rezensionen aus, die das Buch verschiedenen Publikumsgruppen zugänglich machen. Das ist wunderschön. Was das in Polen bedeuten wird, können wir nur vermuten. Meine beiden Kolleginnen, Joanna und Johanna, sind sehr aufgeregt, sehr begeistert, dass dieses jetzt möglich werden wird und sagen, und das haben uns einige polnische Freundinnen und Freunde bestätigt, sie zittern auf das Erscheinen dieses Buches hin. Es werden dort Dinge ausgesprochen, die es bisher so in der polnischen Öffentlichkeit nicht gab. Als Beispiel möchte ich nennen das Vorwort von Marian Turski. Marian Turski ist einer der Holocaust-Überlebenden, ein jüdischer Überlebender, der unglaublich ehrlich zugibt, dass er eigentlich bis vor wenigen Jahren auch mit geredet hat mit anderen und gegenüber Schwulen in Auschwitz Vorurteile hatte, sie eigentlich noch auf sie herabsah, auf Kriminelle und auf Homosexuelle sah man herab. Und erst in der allerletzten Zeit zugelernt hat und diesen Lernprozess darstellt, mutig, jemand, der hoch in den 90ern ist, der diesen Mut hat, das zu beschreiben, als jemand, der viele Auszeichnungen und Orden in Polen empfangen hat, der nicht unmöglich ignoriert werden kann. Er hat die zentrale Rede am 27. Januar letzten Jahres gehalten, zu 75 Jahre Auschwitz, und hat diesen wunderschönen Satz gesagt, es gibt 10 Gebote, und das 11. Gebot, was ich in meinem Leben lernen musste, es ist eine gute Demokratie, nicht die ist, wo Mehrheiten bestimmen, sondern wo Minderheiten geachtet werden. Schöner kann man es vielleicht gar nicht formulieren. Wie weit das dann wirklich stattfinden wird, werden wir sehen. Aber wir sind sehr froh, dass wir Ihnen das nun bekannt geben können. Es wird in Polen erscheinen und mal sehen, was es da an Reaktionen gibt. Vielen Dank. Wir sind jetzt zeitlich soweit am Ende dieser Veranstaltung angekommen. Ich wollte euch bald nochmal die Gelegenheit geben, ein Schlusswort zu sprechen, wenn es denn die Möglichkeit gäbe, ein Schlusswort zu sprechen, was euch wichtig ist, und werde mich dann im Anschluss noch bedanken und dann beenden wir die Veranstaltung. Anna, du fängst an. Ja, also ich habe mich sehr gefreut, als man mich hier eingeladen hat. Ich habe mich sehr gefreut, dass man das Buch ernst nimmt und auch zum 27. Januar feiert. Ich möchte Sie alle ermutigen, lesen Sie, denken Sie nach, treten Sie in Kontakt mit den Forscherinnen und Forschern und vergessen Sie nicht, dass queere Holocaust-Geschichte heißt nicht nur, sich queere gleichgeschichtliche Handlungen anzuschauen, sondern die Geschichte zu queeren heißt, sie gegen den Strich zu lesen. Denken Sie daran, wenn Sie Holocaust-Bücher lesen, denken Sie daran, wenn Sie die Holocaust-Memoiren lesen, denken Sie daran, was es heißt, wenn jemand ständig über den besten Freund spricht, den man am meisten vermisst. Das heißt nicht, dass diese beiden Männer miteinander gleichgeschichtlichen Handlungen hatten, aber dass man einfach die Sachen in anderem Licht liest und damit auch Platz für die vielen, vielen verschwiegenen und marginalisierten Geschichten macht, dass man eben auch hinterfragt diese oft sehr abwertenden Aussagen über Sinti und Roma und über die KFOS, und dass wir den Mut fangen, eine offenere, integrativere und auch ambivalente Geschichte zu denken. So ein schönes Schlusswort, Anna. Ich kann nur ergänzen, ich sage im Prinzip nichts anderes, aber ich möchte zunächst ganz herzlich auch danken. Ihr habt das wunderbar vorbereitet. Wir alle, auch nach Monaten, haben immer noch Überraschungen mit Ton und Bild und Ähnlichem. Und ich bitte um Nachsicht, dass offensichtlich am Anfang ich nicht so gut zu verstehen war. Aber dass ihr dies zu diesem Datum und wirklich an euch alle und Ralf und wer noch alles mit dabei war, dass ihr das so toll uns kennt, und ich fange jetzt nicht an, sonst vergesse ich doch welche, dass ihr das so gut vorbereitet habt und doch an einem Sonntagnachmittag eine so hohe Beteiligung habt bekommen können, ist wunderschön.
Ich bin ein klein bisschen betrübt, dass die einige von denen, von denen ich weiß, dass sie dabei sind, die viel zu sagen haben, nun sich doch sehr zurückgehalten haben, vielleicht, weil sie nicht wirklich auch im Bild waren. Das war nun heute die Technik. Aber dafür geht ein großer Dank an euch. Gedenkkultur, ihr habt im Landtag und heute in einem kleinen Beispiel wieder gezeigt, ihr seid in Stuttgart, ihr seid unser Vorbild. So, und das Letzte, was ich vielleicht als Wunsch sagen möchte, ist, dass wenn wir weiter zusammenarbeiten, wir lernen, weiter über unsere eigene Gruppe hinaus zu kommunizieren, dass wir die eigene Arbeit sehr ernst nehmen, aber dass wir mit anderen Opfergruppen koordinieren, zusammenarbeiten, dass wir keine Form der Diskriminierung auch nur versehentlich wiederherstellen. Das wäre mein größter Wunsch am Ende dieser Veranstaltung. Und ja, das war eine große Freude, dies mit euch zu machen. Vielen Dank aus Kapstadt. Bei uns scheint immer noch die Sonne. Wir haben jetzt immer Winter gehabt. Ja, bei uns ist inzwischen stockduster. Ich wollte gleich nochmal anschließen an dich, Lutz. Ich kann das jetzt von meiner Seite aus bestätigen. Ich sitze jetzt längere Zeit auch schon in diesem Vorbereitungskreis für das Opfergedenken des Landtags von Baden-Württemberg. Und was ich festgestellt habe jetzt als Folge unserer Gedenkveranstaltung vor 2 Jahren, bin ich jetzt plötzlich im Verteiler der jüdischen Religionsgemeinschaft hier in Stuttgart drin, war zu allen Veranstaltungen eingeladen. Und ich habe dieses Jahr das erste Mal vom Landesverband der Sinti und Roma einen Weihnachtsgruß erhalten. Das sind kleine Zeichen, aber ich weiß, welche Schwierigkeiten es gerade bei diesen Gruppen gibt. Auch bei den Zeugen Jehovas warte ich noch, das könnte noch ein bisschen dauern, weil da war bisher immer eher Missionierungsdrang da, wenn wir da aufgetreten sind. Aber das sind Zeichen, wo ich denke, es beginnt der gegenseitige Respekt. Wir haben es geschafft, deutlich zu machen, dass auch wir als Opfergruppe unsere eigenen Geschichten haben, unsere eigene Dynamik da drin steckt und dass wir bis heute immer noch als Minderheit kämpfen müssen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, besonders bei Anna Heikova und dir, Lutz, bei dir, Ute, für das engagierte Mitdenken und die Möglichkeit, mir auch den Rahmen nochmal vorzugeben, weil es bei mir zeitlich immer ein bisschen eng ist. Ich bedanke mich bei der Technik, bei Fabian, bei Feline und bei Sven. Ich bedanke mich für die Vorbereitung bei Ralf Bogen und beende dann die Veranstaltung. Und wollte noch dazu sagen, dass wir nicht alle Veranstaltungen, nicht alle Fragen beantworten konnten, weil es ganz zum Schluss sozusagen da nochmal der Damm gebrochen ist. Okay. Auch wieder. So sieht's aus, ja. Ich danke und wünsche noch einen schönen Abend. Gleichfalls und vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.